Eine Frage nach den Linsen, die fokalen Linsen. Ich habe jetzt Antigleitsichtbrille, komme da gut mit zurecht. Müsste aber grau und starr und so doch jetzt an Linsen, neue Linsen denken. Wie ist dann die Sichtweite, Sichtfeld bei Linsen? Denn jetzt habe ich keine Probleme. Ist das eingeschränkter oder kann man bifokal auch mit den Linsen gut sehen? Sie weitergeben. Ja, also ich hatte kurz nach der OP schon den Eindruck, das Sichtfeld ist ja seitlich ein klein wenig begrenzt, aber das hat sich jetzt ganz aufgelöst. Und ich hatte auch erst naiv gedacht, ich könnte wie bei der Gleitsichtbrille hier unten lesen und da oben in die Ferne gucken. Ja? Und wenn ich so gucke, dann nicht lesen, aber das ist nicht der Fall. Ich kann genau so lesen oder so, weil das ist der Kreis und ich habe meine Linse gesehen. Also, ich habe da überhaupt keine Schwierigkeiten, was das Blickfeld angeht. Das ist genauso wie vorher. Man braucht natürlich den Kopf nicht mehr in das Blickfeld anpassen. Mhm. Das ist ja in allen Richtungen ein gutes Blickfeld. Es wird also eher größer. Mhm. Aber es ist ein Lernprozess wahrscheinlich, dann fürs Auge. Ja, man muss es ein bisschen lernen. Wie lange haben Sie gebraucht, bis das so ist? Ach, das ging relativ schnell. Dieses, dass ich seitlich begrenzt mich fühlte, das hat vielleicht 6 bis 8 Wochen. Ja, nur hatten Sie unterschiedliche Brillen. Ich habe jetzt von Anfang an kam ich unheimlich gut mit Gleitsichtbrille. Ja, also ich hatte auch eine Gleitsichtbrille. Ja, das ist ja schon mal eine gute Voraussetzung. Also, ich sag mal, wir sehen, dass die Patienten mit diesen Multifokalen oder mit diesen Linsen Elongated Focus, da gibt es verschiedene Weiterentwicklungen noch von diesen Linsen, die verschiedene Entfernungen scharf machen, dass die zwar nach einer Woche schon sehr gut sind, aber wenn wir die messen und die Patienten so berichten, dann legen die in den ersten Wochen immer noch was zu. Also immer noch leicht besser. Einfach weil man sich an diesen Seheindruck besser nutzen kann. Man lernt ihn zu nutzen. Die Möglichkeiten, die da drin sind, kann man am Anfang noch nicht so nutzen und dann lernt man die immer weiter zu nutzen.